meiner Wohnung chill vom TV. Entdecke dann auf RTL ein Bild von einer Frau. Sie frisst nur Kartoffelchips und sitzt auf der Couch. Und wenn eins der Kinder Ärger macht, dann gibt's was aufs Maul. Kriegt sie ein Rezept vom Arzt, dann beginnt sie zu kochen. Denn das letzte bisschen Hirn, das hat sie sich weggesoffen. Ihr bester Kumpel trauert um den Tod von seiner Mom. Denn sie hielt die dicke Schwarze für einen Schoko-Weihnachtsmann. Das macht mir nichts aus, wär was zu naschen im Haus gewesen. Dann wär seine Mom nicht bei meinem Schatzi im Bauch. Und mir doch scheißegal, ob sie nach Pommes fett riecht. Ich steh auf innere Werte, so wie Cholesterin. In einer Nachmittagssendung, da hab ich sie entdeckt. Als sie ein Dosenbier-Exe war, ich hin und weg. Wenn sie die Kinder verprügelt, mach mich das tierisch geil. Und erst seitdem ich sie sah, weiß ich, was Liebe heißt. Du trägst bauchfrei, obwohl du nicht bauchfrei bist. Und es ist an der Zeit, dass du ne Auszeit nimmst. Von den Kindern den Stress, komm, wir grillen beim Sex. Und wenn ich deine Titten lutschen darf, dann kriegst du ein Baguette. Du liegst falsch, wenn du von mir denkst, ich hab ein Problem. 24 Stunden täglich in deinem Schatten zu stehen. Während du am Strand liegst und die Pommes verdaust. Gleich ich verlorene Bräune durch die Sonnenbank aus. Ich sitz auf deinem Rücken und wir rollen zum McDrive. Alle gucken neidisch, ich weiß, ich kann stolz auf dich sein. Egal was sie sagen, Schatz, bleib so wie du bist. Ohne deine Hilfe machen alle Fleischereien dicht. In einer Nachmittagssendung, da hab ich sie entdeckt. Als sie ein Dosenbier-Exe war, ich hin und weg. Wenn sie die Kinder verprügelt, macht mich das tierisch geil. Und erst seitdem ich sie sah, weiß ich, was Liebe heißt. In einer Nachmittagssendung, da hab ich sie entdeckt. Als sie ein Dosenbier-Exe war,